die Richtlinie ordentlich um. Vielen Dank, Hans-Werner Füttkau. Genau, wir sind live wieder zurück und die Aktuelle Stunde, die Sie angekündigt haben, so in ungefähr 12 Minuten wird es dann soweit sein. In der Tat, da wird es nochmal munter hier wahrscheinlich im Plenarsaal. Im Moment sprechen die Abgeordneten über dieses Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, was gerade im Verfahren ist. Die Bundesregierung hat es vorgelegt. Allerdings, dieses steht heute hier nicht, beziehungsweise ist nicht Anlass dieser Debatte, lediglich indirekt, denn es gibt Anträge der Oppositionsfraktionen. Also dieses Gesetz, so viel sei noch erlaubt, bevor wir dann noch schnell in die Debatte einsteigen, dieses Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, das soll eigentlich Know-how europäischer Unternehmen schützen. Das ist eine europäische Richtlinie. Erlaubt sein soll das Ausplaudern von Geschäftsgeheimnissen. Auch das gehört zu diesem Gesetzentwurf, nur in Ausnahmefällen. Und hier kommen beispielsweise Whistleblower und auch Journalisten ins Spiel. Nämlich dann sollen sie das ausplaudern dürfen oder darüber berichten, wenn es eben um die Aufdeckung von rechtswidrigen Handlungen geht. Also das Gesetz, wie gesagt, in den parlamentarischen Beratungen. Die Opposition, die sieht das Ganze sehr kritisch, denn sie befürchtet unter anderem, dass gerade Whistleblower und Journalisten hier erstens in ihrer Arbeit behindert werden, die Journalisten, und dass Whistleblowern kein Schutz zugute kommt, das eigentlich auch Ziel dieses Gesetzes. Also Grüne und Linke haben dazu Anträge vorgelegt und Alexander Hoffmann von der Unionsfraktion spricht dazu. Dass wir Sie und die Linke eigentlich zu einer Tasse Kaffee einladen müssten wegen Ihren Gesetzentwürfen. Also ich will mal sagen, ich habe beide Gesetzentwürfe gelesen. Für einen Kaffee reicht es nicht. Maximal für ein Glas Wasser, und das haben Sie ja hier schon bekommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Spaß beiseite, wir führen eine wichtige Debatte. Eine Debatte, die wir im Moment auch in der Großen Koalition führen, weil es ja tatsächlich um zwei Zielrichtungen gehen muss. Nämlich Zielrichtung Nummer eins, wie können wir Geschäftsbetriebsgeheimnisse besser schützen? Da geht es um die Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland, da geht es auch um den Schutz von Wirtschaftsspionage. Und auf der anderen Seite, mindestens genauso ebenbürtig, wie können wir Hinweisgeber schützen? Menschen, die im Informationsinteresse der Öffentlichkeit Dinge zutage fördern, die strafbar sind und die unterbunden werden müssen. Aber ich will schon die Gelegenheit nutzen, auch mal die Schwäche Ihrer Anträge darzustellen. Weil wenn man die liest, dann geht es eigentlich von der Schwerpunktsetzung im Wesentlichen immer nur um den Schutz von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern. Sie tun dieser Seite von Anfang an ein überbordendes Gewicht einräumen. Anders ist es nicht zu erklären, wenn man sieht, was Sie für diese Seite und dann auch für Journalisten plötzlich von Anfang an für ein Schutzinteresse gewichtet haben wollen. Dabei bekommen wir doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, die verfassungsrechtliche Grenze alle vorgelegt, nicht nur von der Rechtsprechung des BAG zum Beispiel in verschiedenen Beispielfällen, sondern auch vom Bundesverfassungsgericht, das uns immer aufzeigt, dass es am Ende des Tages immer eine Abwägungsentscheidung sein wird zwischen zum Beispiel der Pressefreiheit auf der einen Seite und dem Geheimhaltungsinteresse auf der anderen Seite. Und das werden Sie durch gesetzliche Regelungen vom gewichtlichen Verhältnis nicht so verschieben können. Ein zweiter Punkt ist mir wichtig. Wir sollten aufpassen, dass wir bei der Debatte die Realität nicht ganz aus den Augen verlieren. Ich kann das aus dem Bauch heraus nachvollziehen, wenn Sie in Ihren Anträgen fordern, dass wir Hinweisgeber schützen müssen vor Arbeitsplatzverlust, Zwangspensionierung, Karriereeinbußen und Mobbing. Will aber zwischen den Zeilen mal darauf hinweisen, dass ja diese Konflikte heute zumindest schon versuchsweise aufgelöst werden, wenn Sie da mal Urteile vom BAG angucken, wo am Ende eine Abfindung steht. Jetzt wird man natürlich sagen können, ja, eine Abfindung, die kann doch all das nicht ermöglichen, was wir hier fordern. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will Ihnen schon auch mal sagen, bestimmte Konstellationen der Lebenswirklichkeit, die werden Sie auch mit gesetzlichen Regelungen nicht einfangen können. Ich muss da immer an den Fleischfahrer denken, der diesen Gammelfleisch Skandal zutage gefördert hat. Und da können Sie gesetzliche Regelungen fassen, wie Sie wollen. Es wird am Ende des Tages so sein, dass Sie eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit für den Fahrer in diesem Betrieb nicht mehr werden eröffnen können, weil die sozialen Verwürfnisse, egal ob gerechtfertigt oder nicht, im Betrieb so stark sind, dass
es im Interesse des Mannes liegen muss, dort nicht mehr weiterzuarbeiten. Und am Schluss möchte ich noch einen Punkt bringen, das Thema Geschäftsgeheimnis. Da heißt es, wir brauchen da eine offizielle Legaldefinition. Dazu muss man schon mal sagen, Sie haben es ja selbst gesagt, Kollege Movasat, es gibt von der Rechtsprechung diesbezüglich schon eine Definition. Und wenn Sie dann mal, hören Sie mir doch mal zu, wenn Sie dann mal den Referentenentwurf lesen und die Begründung, dann ist doch klar, dass alles zunächst basiert auf dieser Definition, dass dann Paragraph 2 Nummer 1 dort noch zwei Aspekte ergänzt. Und es ist eben nicht so, wie Sie sagen und auch Sie, Herr Kollege Müller-Böhm, dass der Arbeitgeber dann einseitig festlegen kann, was ein Geschäftsgeheimnis ist und was nicht, weil dort in der Begründung, Kollege Movasat, vielleicht beantwortet es Ihre Frage, ausdrücklich drinsteht, dass ein legitimes Interesse erforderlich sein muss. Deswegen glaube ich, dass die nächste Debatte, die wir in dem Bereich führen, noch sehr fruchtbar sein wird. Wir kommen da mit Sicherheit zu guten Ergebnissen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Der nächste Redner, der Kollege Martin Rabanus, SPD-Fraktion. Martin Rabanus ist der medienpolitische Sprecher der Sozialdemokraten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir also diese parlamentarische Woche mit einer Aktuellen Stunde zum Sozialstaatskonzept der SPD beenden. Herzlichen Dank an die FDP, dass Sie das für uns auf der Tagesordnung ermöglichen. Beschäftigen wir uns also noch mit zwei Anträgen zum Geschäftsgeheimnisschutz von Grünen und Linken. Beide Anträge, meine Damen und Herren, sind von unterschiedlicher Qualität. Der Antrag der Linken hat eher Sammelsurium-Charakter mit mehr oder weniger substanziellen Punkten. Der Antrag der Grünen atmet ein bisschen mehr Beschäftigung in der Sache, aber die nötige Qualität hat er auch nicht. Was ist nämlich die nötige Qualität? Die nötige Qualität wäre gewesen, hier wirklich einen Änderungsantrag zum Gesetzentwurf zu machen, der im Verfahren ist. Dafür hat es offensichtlich nicht gereicht, aber okay, auch das nehmen wir so zur Kenntnis. Natürlich ist es richtig, die Anhörung im Rechtsausschuss Mitte Dezember zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung hat sich kritisch mit einigen Punkten auseinandergesetzt, insbesondere auch mit dem ja mit im Zentrum stehenden Paragraph 5. Die Frage, handelt es sich nun um eine Konstruktion über Rechtfertigungsgründe oder um eine Bereichsausnahme? Das ist von den Sachverständigen in unterschiedlicher Weise aufgegriffen worden. Und verkürzt gesagt, vielleicht noch mal für die Zuhörer auf der Tribüne, ist die Kernfrage, muss ein Journalist gegebenenfalls erst vor Gericht erstreiten, straffrei zu bleiben, wenn er einen Skandal aufdeckt? Oder ist von vornherein klar, dass das sozusagen in seiner Möglichkeit ist, das auch straffrei zu machen? Da will ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch gar kein Geheimnis machen aus meiner eigenen Position. Ich glaube, dass wir mit diesem Ziel, mit diesem Gesetz das Ziel verfolgen müssen, eindeutige und praxistaugliche Lösungen zu finden. So eben wie die Arbeit der Journalistinnen und Journalisten tatsächlich im wahren Leben ist. Wir brauchen ein Gesetz, das unterstützt und nicht erschwert. Und das ist, glaube ich, auch das gemeinsame Ziel der Koalition, zu schauen, wie können wir am Ende auf der Basis des Gesetzentwurfs des BMJV dieses Ziel erreichen. Ich glaube auch, dass wir die Bedenken sehr ernst nehmen müssen in Bezug auf die Rechtfertigungslösung. Ich glaube, dass wir mit der Bereichsausnahme für Journalistinnen und Journalisten einen klareren und praxistauglicheren Weg hätten. Übrigens inklusive auch der Frage des Schutzes von Informanten. Und ich bin den federführenden Berichterstattern Nina Scheer und Ingmar Jung, beide haben hier schon gesprochen, sehr dankbar, dass sie sich in sehr konstruktiven Gesprächen auch bewegen. Auch ist deutlich geworden, dass wir noch nicht in allen Punkten entscheidungsreif sind. So ist das im normalen Leben. Auch die Frage nach dem berechtigten Interesse, das zur Begründung eines Geschäftsgeheimnisses notwendig ist, gehört dazu. Ich bin mir aber auch ganz sicher, dass es für uns als SPD ohnehin, für die Koalition insgesamt, grundlegender Wert ist, Presse- und Medienfreiheit insbesondere in Zeiten von Fake News zu stärken und abzusichern. Unser Ziel muss es sein,
die Informationsfreiheit zu schützen, damit Journalistinnen und Journalisten ihre Arbeit gut machen können. Es kommt auf Rahmenbedingungen an, die geeignet sind, und nicht auf die Frage, ob man eine gute Rechtsschutzversicherung hat, um journalistisch arbeiten zu können. Und ich bin guter Dinge, dass die Koalition in der nächsten Zeit auch die letzten noch unklaren Fragen klären kann. Und dann gilt, etwas abgewandelt vielleicht, das Strucksche Gesetz. Jedes Gesetz, auch dieses, verlässt den Bundestag noch ein bisschen besser, als es reingekommen ist. Herzlichen Dank. Der nächste Redner, Professor Dr. Heribert Hirte, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden hier eigentlich über etwas ganz anderes als das, was die Anträge insinuieren. Denn es sind keine Anträge, die so im luftleeren Raum stehen, sondern wir haben es schon mehrfach gehört, eigentlich sind es Änderungsanträge zu einem Gesetz, und die werden außerhalb des eigentlichen Verfahrens eingebracht. Und eigentlich geht es noch um etwas anderes, denn beide Anträge gehen ja im Wesentlichen oder beschäftigen sich im Wesentlichen mit dem Whistleblowing und gar nicht so sehr, auf einige Punkte komme ich gleich auch noch zu sprechen, mit den Fragen des Schutzes des Geschäftsgeheimnisses, der Geschäftsgeheimnisse, sondern es geht darum, eine Richtlinie zu beeinflussen, die gerade in Brüssel in der Verhandlung ist. Und deshalb interpretiert man das, oder muss man es eigentlich so interpretieren, dass sie eigentlich eine Stellungnahme der Bundesregierung zu diesem zweiten Richtlinienpaket erzwingen wollen. Eine gute Idee, würde ich ganz deutlich sagen, aber das ist nicht das, was Sie hier jetzt vorgelegt haben. Aber lassen Sie mich zu den einzelnen Punkten etwas sagen. Der erste Punkt, nochmals, Whistleblowing ist das, was Ihnen wirklich am Herzen liegt. Die EU ist dabei, diese zweite Richtlinie vorzubereiten. Wir haben darüber geredet, und alle die Überlegungen, die wir hier haben, speisen wir über die Bundesregierung auch auf die europäische Ebene ein. Und wenn in Ihrem Antrag, Frau Rottmann, dann drinsteht, es fehle die zukunftsweisende Positionierung, ich muss sagen, das, was wir hier machen, auf der einen Seite Geschäftsgeheimnisse zu schützen und auf der anderen Seite Rechtssicherheit für Whistleblower zu schaffen und das beides gegeneinander abzuwägen, dann ist das ein wunderbares rechtspolitisches Ziel, eine richtige dogmatische auch Strukturierung unseres Rechts, die wir in dieser Weise, bisher haben wir nur Richterrecht in diesem Bereich und sehr zu sagen zerstreutes Recht, nicht hatten. Das ist ein großer Schritt nach vorne. Und wenn Sie dann sagen, es müsse der Whistleblower-Schutz deutlich gestärkt werden, auch da nicht die Geschäftsgeheimnisse, um die es geht, da muss man natürlich auch überlegen, worum es wirklich geht. Whistleblower-Schutz ist richtig und nötig. Die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung hat das schon entwickelt. Aber es geht um Interessen der Allgemeinheit und der Öffentlichkeit. Und bei Interna des Unternehmens, und dazu gehören auch die Arbeitsbedingungen, muss man da unter Umständen die Abwägung etwas anders machen. Aber lassen Sie mich auf einige weitere Einzelheiten eingehen. Sie sagen, der Whistleblower-Schutz nach der Whistleblower-Richtlinie müsste eigentlich die allgemeine Regelung sein. Und hier der Fall, über den wir jetzt im Augenblick reden, ist doch eigentlich nur ein Spezialfall. Ja, ich glaube, da haben Sie recht. Wir müssten eigentlich die später kommende Richtlinie als die allgemeine definieren. Und das, was wir hier als Ausnahme im Augenblick behandeln, ist möglicherweise nur eine Interimslösung. Darüber müssen wir reden. Sie haben beide in Ihren Anträgen angesprochen, dass der Schutz des Geschäftsgeheimnisses, dass die Definition des Geschäftsgeheimnisses zu unbestimmt sei. Aber der Kollege Jung hat es schon erläutert, worauf diese Begriffsbestimmung zurückzuführen ist, dass man das im Zusammenhang auch mit der Begründung lesen muss. Und ich möchte nur darauf hinweisen, diese Diskussion von Geschäftsgeheimnisschutz haben wir an vielen Stellen, etwa wenn es um das Kartellrecht geht, wenn es darum geht, was wirklich geschützt ist als sozusagen Monopol. Es geht auch darum, dass es wirklich faktisch geschützt wird. Und das ist genau das, was hier auch in der Richtlinie zum Ausdruck gebracht wird. Das berechtigte Interesse alleine, Kollege Mowassat, reicht nicht. Wir haben auch andere Fälle, wo Zahlen der Geheimhaltung unterliegen und es nicht anschließend dem Richter überlassen sein kann, diese wirklich im Interesse des Unternehmens, schützenswerten Unternehmen, der Öffentlichkeit preiszugeben. Einen letzten Punkt will ich ansprechen, weil er bisher nicht erwähnt wurde, nämlich die Frage des In-Kamera-Verfahrens. Zu Recht bringen Sie auch den Hinweis auf das Verfahren in dem grünen Antrag.
Was mich nur wundert, ein In-Kamera-Verfahren über das hinaus, was jetzt im Gesetzentwurf drinsteht, ist genau das, was in Schiedsverfahren normalerweise erlaubt wird und durchgeführt wird. Dass Sie das hier fordern, was Sie anderswo ablehnen, schon erstaunlich. Aber wir gehen da weiter drauf ein. Herzlichen Dank. Herbert Hirte war das letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt. Ja, Sie haben es gehört. Zum einen spielt natürlich der Schutz von Geschäftsgeheimnissen eine große Rolle bei dem, was die Bundesregierung umsetzen muss, eine europäische Richtlinie, um Know-how von Firmen zu schützen. Aber auf der anderen Seite geht es eben auch um die Möglichkeit von Journalisten zu arbeiten, von Whistleblowern aufzudecken, wenn es rechtswidrige Handlungen in Unternehmen gibt. Das Ganze versucht der Gesetzentwurf der Bundesregierung zu verbinden und eben diese Richtlinie umzusetzen. Heute hatte die Linke und die Grünen dazu Anträge vorgelegt. Die werden jetzt in die Ausschüsse überwiesen.